Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Adressmanagement. Mein Name ist Thomas Beinecke, ich bin Teil des technischen Supports und Ihr heutiger Webinarleiter. Beim Thema Adressmanagement beschäftigen wir uns heute mit folgendem Inhalt. Wir schauen uns einmal das Dashboard an, gehen dann rüber in die Benutzeroberfläche des Adressmoduls. Wir schauen uns an, wie man Adressen anlegt und entsprechend verwaltet. Der nächste Punkt ist dann die Adressvervollständigung. Und wir schauen uns an, wie man Adressen aus einer Portalanfrage anlegen kann und zu guter Letzt, wie diese Portalanfrage entsprechend beantwortet werden kann. Wechseln wir einmal zu OnOffice. Wenn Sie sich einloggen, haben Sie als erstes Modul immer das Dashboard. Und das Dashboard gliedert sich in die folgenden Bereiche auf. Sie haben auf der linken Seite die Modulleiste mit den entsprechenden Modulen, die Sie gebucht haben. Das kann also bei jedem unterschiedlich ausschauen. Zum Beispiel das Modul Prozesse ist nicht zwangsläufig bei jedem von Ihnen erhalten. Oberhalb haben wir hier die Menüleiste. Unterhalb der Menüleiste befindet sich das Plus-Symbol, mit dem Sie abhängig vom Ort, wo Sie sich gerade in der Software befinden, einen neuen Datensatz anlegen können. Also fürs Dashboard hier würde dies bedeuten, dass Sie ein neues Widget erstellen. Wenn Sie sich im Adressmodul befinden, würden Sie halt hier direkt eine neue Adresse anlegen können. Unabhängig vom Ort können Sie auch den Pfeil dort neben hier verwenden und auf die einzelnen Datensätze, die Sie anlegen wollen, entsprechend zugreifen. Daneben haben Sie das Diskettensymbol, das ganz wichtig ist in OnOffice, denn immer wenn Sie Änderungen in einem Datensatz machen, sollten die gespeichert werden. Ansonsten, wenn Sie das Browserfenster schließen und Sie die Änderungen nicht gespeichert haben, gehen diese in der Regel verloren. Also immer ganz wichtig daran zu denken, das Diskettensymbol hier zu benutzen. Und dann haben wir hier an dieser Stelle noch den Zurückpfeil. Dort gelangen Sie immer eine Ansicht zurück, von der Sie gekommen sind. Entsprechend hier in dieser Zeile auf der rechten Seite haben wir hier das Sternchensymbol für die zuletzt aufgerufenen Datensätze. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal schauen möchte, welche Adressen oder Immobilien man zuletzt geöffnet hatte. Das sehen Sie entsprechend hier in einem Übersichtsfenster, entsprechend für Adressen, Immobilien, Aufgaben und E-Mails. Darüber lassen sich halt schnell Datensätze aufrufen, die Sie in der Vergangenheit schon mal offen hatten. Neben dem Sternchen befindet sich das Drucksymbol, hier an dieser Stelle ausgegraut, weil sich die Widget-Übersicht nicht ausdrucken lässt. Aber zum Beispiel bei Adressen ist das Drucken einer Adressliste möglich. Neben dem Drucksymbol haben Sie das Telefonhörersymbol, was den Rückrufservice in Gang setzt. Wenn Sie hier drauf klicken, öffnet sich ein neues Fenster und Sie können halt für unseren Rückrufservice ein entsprechendes Thema auswählen
einen Wunschtermin festlegen und eine Telefonnummer hinterlegen, unter der wir sie erreichen können, damit wir ihr Problem bestmöglichst bearbeiten können. Es ist auch von Vorteil, immer eine kurze Bemerkung mit zu hinterlegen, worum es denn bei Ihrem Rückruf geht. Und dann haben wir neben dem Telefonnummer-Symbol das Symbol um die Seitenleiste, den Quick Search hier ausblenden zu können. Das ist ganz praktisch bei kleineren Monitoren, um hier mehr Übersicht zu haben. Mit einem weiteren Klick lässt sich die Quick Search-Leiste entsprechend wieder einblenden. Die Quick Search-Leiste ist in mehrere Teile unterteilt. Wir haben hier einmal den Teil, um Datensätze zu suchen, entsprechend für Adressen, Immobilien, E-Mails und Aufgaben. Unterhalb dieser Suchfunktion befindet sich der Messenger. Der Messenger beinhaltet halt entsprechend sowohl die Chats als auch die Kontakte Ihrer Version. Hierüber erreichen Sie einmal unseren Support-Chat als auch den allgemeinen Makler-Chat. Und unterhalb der Chat-Einträge befindet sich noch einmal die Suchfunktion, um hier Einträge im Messenger suchen zu können. Ganz unten haben wir die Aktionenleiste. Abhängig davon, in welchem Modul Sie sich befinden, haben Sie hier verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Im Dashboard ist das relativ wenig. Hier können Sie nur die Konfiguration entsprechend bestimmen. Und zu guter Letzt haben wir hier in der Ecke noch die gleiche Funktion wie oben hier, das Symbol Open, um die Seitenleiste auszublenden. So, kommen wir an dieser Stelle nun zu unserem eigentlichen Modul, der Adressverwaltung. Ganz praktisch ist es mit der Arbeit in OnOffice immer, wenn Sie sich die einzelnen Module in separaten Tabs öffnen, so können Sie zwischen einzelnen Tabs hin und her wechseln, um somit noch schneller und effizienter arbeiten zu können. So empfiehlt es sich, die Tabs, die Sie regelmäßig gebrauchen, immer schon vorab hier oben offen zu haben. Wenn Sie im Adressmodul sind, sehen Sie entsprechend die Adressen in dieser tabellarischen Übersicht. Standardmäßig haben Sie die folgenden drei Reiter: aktive Adressen, alle Adressen und Adressen ohne Suchkriterium. Über das Plus-Symbol können Sie sich hier für diese Ansicht noch neue Reiter hinzufügen. Sie können einen Namen für den Reiter erstellen. Sie können einen Modus auswählen, ob in diesem Reiter ein Filter oder vielleicht eine Arbeitsliste dargestellt werden soll. Dann je nach Modus haben Sie halt die Möglichkeit, hier zwischen den Filtern und den Arbeitslisten auszuwählen. Dann wählen Sie hier als nächstes den Status aus für die Adressen. Sie können hier wählen zwischen alle aktive oder archivierte Adressen. Und Sie können die Ansicht bestimmen, entweder als Tabelle oder als Kacheln. Wie die Kachelansicht ausschaut, das zeige ich Ihnen gleich noch. Zu guter Letzt
Können Sie noch festlegen, wie viele Datensätze Sie sich pro Seite anzeigen lassen wollen? Der Maximalwert liegt hier bei 500. Auch die bestehenden Reiter können Sie halt entsprechend bearbeiten, über dieses Pfeilsymbol und dann über Reiter bearbeiten. Bei den Systemreitern sind Name und Status entsprechend vorgegeben, aber die Ansicht können Sie entsprechend ändern. Und bei der Kachelansicht haben Sie halt hier noch die Möglichkeit, die Sortierung entsprechend festzulegen. So könnten Sie zum Beispiel nach Name sortieren oder nach Orten oder Postleitzahlen. Und zu guter Letzt die Reihenfolge, ob dann entsprechend auf- oder absteigend sortiert werden soll. Die Kachelansicht sieht entsprechend so aus. Sie haben halt immer das hinterlegte Foto und ein paar Informationen aus den Grunddaten zu den einzelnen Adressen. Bei den Immobilien ist das vielleicht von Vorteil, so eine Übersicht zu haben. Bei den Adressen ist es eher Geschmackssache, womit man arbeiten möchte. Daher ändere ich hier mal wieder auf die Tabellenansicht, damit man hier wirklich mehr Informationen auch zu Gesicht bekommt. Wie Sie sehen, ist unsere Aktionenleiste jetzt um weitere Aktionen hier, sind hier weitere Aktionen hinzugekommen. In Abhängigkeit von den Adressen haben Sie jetzt halt die Möglichkeit, hier selektierte Adressen entsprechend anzuschreiben. Sie können über die Arbeitslisten, über die Arbeitslistenaktionen können Sie halt entsprechend Arbeitslisten erstellen, erweitern und verschieben. Bei Arbeitslisten ist es so, dass Sie hier auswählen können, ob die Datensätze aus einer Listenselektion bezogen werden sollen. Also die Listenselektion ist im Prinzip immer, sind die Datensätze, die Sie angehakt haben. Oder wenn Sie einen Adressfilter hinterlegt haben, können Sie auch hier den aktuellen Adressfilter beziehen. Im nächsten Schritt, wenn Sie dann festlegen, ob diese Arbeitsliste als privat, als öffentlich oder als Büroliste gespeichert werden soll, den Eintrag für die Bürogruppenliste haben Sie nur, wenn Sie auch das Gruppenmodul entsprechend gebucht haben. Also nicht wundern, falls bei Ihnen dieser Eintrag nicht sichtbar sein sollte. Sollten Sie schon vorhandene Listen haben, was jetzt in meiner Webinar-Version nicht der Fall ist, haben Sie hier halt die Möglichkeit, diese Datensätze nicht nur in eine neue Liste zu speichern, sondern entsprechend auch das Ganze um die gewählten Datensätze einer Liste hinzuzufügen oder diese sogar auszuschließen. Das geht auch. Neben den Arbeitslistenaktionen haben Sie die Selektieren-Funktion. Hiermit können Sie schnell alle Datensätze pro Seite entsprechend selektieren oder halt abwählen. Und zum Schluss haben wir hier die weiteren Aktionen. Auch hier ist es immer in Abhängigkeit von der gewählten Position in der Software, haben Sie hier halt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Sie hier für selektierte Adressen gemeinsam den Status ändern, diese auch löschen, einen entsprechenden Aktivitäteneintrag erstellen oder die Eigentumsliste erstellen. Kommen wir dann jetzt zu dem Punkt, wie man neue Adressen anlegt. Das wäre dann hier entsprechend direkt über das Plus.
Wenn Sie das Plus gedrückt haben, öffnet sich hier ein neuer Datensatz mit ersten wichtigen Feldern, die Sie befüllen können. Wir legen zum Beispiel jetzt hier einmal den Herrn Max Mustermann an. Das Einzige, was wir von ihm haben, zum Beispiel, ist Vor- und Nachname und vielleicht noch eine Telefonnummer, weil er angerufen hat. Und entsprechend eventuell eine E-Mail-Adresse. Hier verwende ich jetzt einmal meine Webinar-E-Mail-Adresse. Und wenn wir hier die ersten Daten entsprechend ausgefüllt haben, ist es, wie gesagt, wichtig, das Ganze zu speichern. Und dann kann es passieren, dass die Dublettenprüfung greift. In unserem Fall meint das System hier einen anderen Max Mustermann schon gefunden haben, der vielleicht hier in der Musterstraße 5 wohnt oder arbeitet und entsprechend hier für die Demo-Immo tätig ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Es handelt sich bei uns um einen neuen Max Mustermann. Darum sagen wir hier jetzt Adresse trotzdem anlegen. Dann bekommen Sie die folgende Ansicht. Wir haben hier unsere Infoleiste. Diese können Sie über die Administration auch konfigurieren. Also hier können Sie Details einblenden lassen, die für Sie wichtig erscheinen. Standardmäßig ist diese Konfiguration hier mit einem Benutzerbild der Kundennummer, Vor- und Zunahme, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wie gesagt, lässt sich das über die Administration noch entsprechend ergänzen. Sie bekommen hier oben diese Reiter, die werden wir gleich in Einzelnen auch nochmal durchgehen. Und los geht's hier mit der Rubrik Stammdaten. Die Anordnung dieser einzelnen Rubriken, auch die können Sie über die Administration entsprechend ändern. Wir haben verschiedene Feldtypen hier, die befüllt werden können. Das sind zu einem ganz normale Textfelder wie Vor- und Zunahme oder die Firma. Dann haben wir Single-Select-Felder, in denen Sie eine Auswahl von verschiedenen vorgegebenen Inhalten haben und jeweils einen auswählen können, also wie zum Beispiel Land oder den Status. Dann haben wir Multi-Select-Felder, wie zum Beispiel die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder die Kontaktart. Hier können Sie halt zwischen verschiedenen Einträgen auswählen und auch mehrere Einträge auswählen. Also zum Beispiel Max Mustermann ist Privatkontakt und Interessent Miete. Oder vielleicht Interessent Kauf und Premium-Kunde. Wenn Sie in einem Multiselect-Feld mehrere Einträge vorhanden haben als einen, dann wird das Ganze immer so blau hinterlegt und auf einen Klick auf das Auswahlmenü sehen Sie halt entsprechend, welche Einträge dort hinterlegt sind. Das sehen wir gleich auch noch bei den Telefonnummern.
Wenn Sie jetzt den Adressdatensatz haben und dieser sollte unvollständig sein, na, gehen wir eben oben erst auf die Reiter ein, bevor wir auf die Adressvervollständigung eingehen. Also hier erster Reiter Grunddaten. Als zweiten Reiter haben wir die Beziehungen. Dort könnten Sie zum Beispiel Arbeitsverhältnisse entsprechend abbilden. Also zum Beispiel Max Mustermann ist Unterkontakt und ist vielleicht Arbeitnehmer beim Herrn Mantel. Dann kann ich Herrn Mantel hier entsprechend suchen, auswählen und festlegen, in welcher Beziehung der Max Mustermann zum Herrn Mantel ist. Als nächsten Reiter haben wir hier die Dateien. Das Ganze gliedert sich auf die beiden Unterreiter hochgeladene Dateien und Dateien aus Aktivitäten. Dateien hochladen können Sie über unseren Datei-Upload. Hier entsprechend öffnet sich das ganz normale Browserfenster, um Dateien hinzuzufügen, was Sie von Ihrem System her kennen. Sie können hierüber auch mehrere Dateien auswählen und die dann gesammelt hochladen. Unterhalb des Datei-Uploads haben Sie die Rubrik Dateifilter. Hier können Sie nach Dateinamen suchen oder sich nur Dateien anzeigen lassen von einem bestimmten Dateityp, Dokument, Bilder oder allgemeine Dateien. Sie können eine Größe festlegen, nach der Sie filtern wollen und nach einem Dateijahr. Bei den Dateien aus Aktivitäten ist es so, diese werden nicht physikalisch hier hinterlegt, so wie es bei den hochgeladenen Dateien ist, sondern es ist im Prinzip nur eine Referenz aus den Aktivitäten. Das heißt, alle Dateien, die Sie in den Aktivitäten haben, werden hier quasi gesammelt dargestellt. Also das können E-Mail-Anhänge sein und dergleichen. Dann haben wir als nächsten Reiter die Immo-Suche. Hier können Sie Suchprofile anlegen. Das können Sie mit einem Klick auf das Plus mit der Lupe hier entweder manuell entsprechend anlegen, oder sollte der Interessent bei Ihnen durch eine Portalanfrage erstellt worden sein, dann haben Sie dann die Möglichkeit, dass Suchkriterien direkt automatisch mit erstellt werden. Diese würden Sie dann ja auch entsprechend hier wiederfinden. Je nach hinterlegtem Suchprofil sehen Sie dann in der automatischen Zuordnung, welche Immobilien passend sind zu dem Suchprofil. Sie können über die manuelle Zuordnung hier über den Pfeil auch manuell Interessenten einer Immobilie zuordnen, beziehungsweise hier genau umgekehrt Immobilien einem Interessenten zuordnen. Und bei bisher Angeboten sehen Sie halt entsprechend alle Immobilien, die dem Interessenten angeboten worden sind, also dem ein Exposé zugeschickt wurde. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Reiter über das Plus zu erstellen. Sie können hier auch entsprechend den Namen vergeben.
einen Modus aus den drei Systemreitern wählen. Sie können einen Filter noch entsprechend hinterlegen, der dann automatisch angewendet wird. Die Anzahl der Adressdatensätze können Sie festlegen und Sie können einstellen, ob Sie nur eigene Datensätze darstellen wollen oder halt, wenn das Häkchen hier nicht gesetzt ist, dass Sie entsprechend je nach Richtereinstellung alle Immobiliendatensätze hier sehen, die passend wären zu diesem Suchkriterium. Dann haben wir als letzten Reiter die Aktivitäten. Hier sehen wir auch als erste Aktivität schon, dass beim Anlegen dieser Adresse damals eine Doublette erkannt wurde. Das Ganze ist dann halt entsprechend von der Aktion sagt Doublettenprüfung. Und in der Bemerkung wird halt hinterlegt, mit welchem Datensatz hier eventuell eine Doublette erkannt wurde. Hier unter den Aktivitäten haben Sie auch die Möglichkeit, entsprechend über Anlegen Aktivität neue Aktivitäten zu hinterlegen. Da können Sie halt passend zu dieser Aktivität halt eine Aktionsart auswählen, also zum Beispiel Telefonat vom Aktionstyp eingehend. Sie können noch eine Herkunft hier auswählen und gegebenenfalls, wenn Sie damit arbeiten, bestimmte Merkmale vergeben. Standardmäßig sind keine Merkmale in der Software hinterlegt, daher gibt es hier aktuell keine Auswahl. Diese lassen sich aber auch über die Administration konfigurieren. Der Betrag wird automatisch befüllt. Sie können hier entsprechend noch Kosten und eine Dauer festlegen. Und das Datum und die Uhrzeit für diese Aktivität festlegen. Bei Bedarf können Sie dem Ganzen hier noch eine Immobilie auch zuordnen und falls nötig, können Sie mit dieser Aktivität auch mehrere Adressen verknüpfen. Okay. Wechseln wir einmal in die Grunddaten und kommen dann einmal zurück zur Adressvervollständigung. Diese finden Sie hier unter weitere Aktionen, ganz oben unter dem Punkt Adressvervollständigung. Die Adressvervollständigung können Sie auf zwei Arten bewirken, also einmal unter diesem Menüpunkt hier. Wenn Sie den verwenden, wird entsprechend ein Standard-Mail generiert aus den Bausteinen, die Sie hier zusammenklicken und an den Interessenten verschickt. Das sehen wir uns gleich mal an. Ein alternativer Weg wäre entsprechend das Ganze mit Hilfe eines Makros zu machen. Die passenden Makros dazu finden Sie unter dem Fragezeichen in unserer Makroliste und das Makro für die Adressvervollständigung würden Sie zum Beispiel finden unter dem Stichpunkt vervoll, damals schon. Sie können sich das Suchfenster über eine kleine Tastenkombination einblenden lassen, die da wäre Steuerung F für Windows-Systeme und ich meine, das ist Control F bei Mac-Systemen. Und die Bausteine, die Sie normalerweise quasi hier haben, um das
Formular und die Mail für die Adressvervollständigung zu erstellen. Die haben Sie halt entsprechend auch hier für das Makro. Und je nachdem, was Sie halt über diese Bausteine oder Parameter festlegen, wird dann entsprechend als E-Mail an den Interessenten verschickt. Das zeige ich Ihnen exemplarisch einmal hier an dem Fenster. Also, wenn Sie das Ganze nicht per Makro verschicken, in einer E-Mail mit einem gewissen Text, können Sie hier einen entsprechenden Mailtext definieren. Wenn Sie diesen Text hier verändern, können Sie hier weiter unten das Ganze auch als Standard speichern. Sie können festlegen, ob das Ganze mit Signatur oder ohne versendet wird. Sie können den Modus festlegen für die Adressvervollständigung, also einmal, ob nur die Adresse abgefragt werden soll, ob Adresse mit Suchkriterien abgefragt werden soll oder entsprechend nur Suchkriterien. Für Suchkriterien können Sie noch bestimmen, ob diese nur neu angelegt werden sollen oder ob entsprechend vorhandene Suchkriterien auch editierbar sein sollen. Sie können Templates hinterlegen. Diese Templates definieren Sie über die Administration. So können Sie halt über das Template bestimmen, welche Informationen Sie mit der Adressvervollständigung einholen wollen. Das können für unterschiedliche Kundenkontakte könnten das unterschiedliche Templates sein. So ist es bei Kaufinteressenten halt wichtig fürs Suchkriterium, den Kaufpreis zu wissen, in welcher Höhe der sich befinden soll. Und für Mietinteressenten wäre es entsprechend die Kaltmiete. Sowas könnte man halt entsprechend über das Template hier entsprechend konfigurieren. Dann kommen wir als nächstes zu den Optionen. Wie gesagt, sollten Sie hier den Text ändern, haben Sie hier die Möglichkeit, diese Änderungen als Standard zu speichern. Sie können hier festlegen, ob nach der Einwilligung telefonisch oder per Mail kontaktiert zu werden, gefragt werden soll. Sie können festlegen, ob Sie eine Bestätigungsmail erhalten wollen, wenn der Datensatz vervollständigt wurde. Sie können dem Interessenten die Möglichkeit bieten, den Newsletter entweder zu bestellen oder abzubestellen. Sie können nach dem Einverständnis der Datenspeicherung fragen. Passend dazu können Sie halt dem Interessenten direkt alle personenbezogenen Daten anzeigen lassen. Sie können ihm die Möglichkeit geben, eine Bemerkung zu hinterlassen. Und zum Schluss haben wir noch die AGBs, die akzeptiert werden können. Dann haben wir hier noch die Landingpage, die Sie definieren können und die Sprache, in der das Ganze verschickt wird. Wenn Sie soweit alle Einstellungen hier vorgenommen haben, können Sie sich über die Vorschau entsprechend das Formular in der Vorschau anschauen. So würde das Formular entsprechend aussehen, wie das Herr Mussermann per Mail bekommen würde. So, und das Ganze schicken wir uns jetzt zum Test auch einmal zu. Okay, und da
habe ich mal wieder einen Fehler in der E-Mail-Adresse. Sehr schön. So rum ist es richtig. Das heißt, wir schicken uns die Adressvervollständigung erneut zu. Das sieht besser aus. Hier ist unsere E-Mail, die generiert wurde, die entsprechend auch in diesem Design den Interessent bekommen würde. Und mit einem Klick auf diesen Link bekommt ihr halt das Formular. Wir ergänzen hier mal um ein paar Sachen. Suchen wir was zum Kauf von der Objektart Haus. Kaufpreis 100.000 bis 500.000. Als Interessent hat man hier halt die Möglichkeit auch zu sagen, dass man aktuell nicht an der Immobiliensuche interessiert ist. Man könnte zusätzlich zum ersten Suchprofil auch noch weitere Suchprofile anlegen und sollten Sie die Adressvervollständigung wiederholt versenden, um zum Beispiel das Suchprofil aktuell zu halten, hätte dann auch der Interessent die Möglichkeit, das Suchprofil entsprechend zu löschen. Dann müssen wir hier noch entsprechend der Speicherung der oben genannten Daten zustimmen, dass wir die Hinweispflichten gelesen haben. Wir willigen ein, telefonisch oder per Mail kontaktiert zu werden. Dann haben wir als nächstes die Abfrage für den Newsletter und zum Schluss die AGBs. Wenn wir das Ganze jetzt speichern, bekommen wir halt entsprechend folgende Meldung. Wichtig ist, wenn Sie der Adressvervollständigung verschicken, ganz egal, ob hier über diese Option oder per Mail mit der Makro, und Ihr Interessent so fleißig ist und diese Adressvervollständigung direkt ausfüllt, dass Sie hier, wenn Sie solange den Adressdatensatz noch offen haben, nicht zwischenspeichern. Denn der Interessent hat quasi jetzt Daten an die Datenbank übermittelt. Das heißt, diese stehen aktuell in der Datenbank drin. Würden Sie jetzt Ihren Adressdatensatz hier zwischenspeichern, würden diese Daten quasi wieder mit den Daten, die Sie aktuell drin stehen haben, überschrieben werden. Das heißt, wir sind ja zurzeit aktuell, haben selbst keine Änderungen mehr vorgenommen. Das heißt, wir laden uns den Adressdatensatz nur einmal neu und sehen, dass entsprechend gemachte Änderungen, die durch den Interessenten vorgenommen wurden, dazugekommen sind.
Und auch hier sehen wir anhand des blauen Balkens, dass in der Immosuche Informationen hinterlegt wurden. Das heißt, es wurde hier ein Suchprofil angelegt, manuell durch den Interessenten mit den passenden, mit den entsprechenden Suchkriterien. Und wir haben jetzt bei der automatischen Zuordnung auch passend zu den Suchkriterien schon die passenden Immobilien zugeordnet. Wie Sie jetzt ein Exposé entsprechend hier aus der automatischen Zuordnung an den Interessenten verschicken, das zeige ich Ihnen gleich. Als nächstes wollte ich Ihnen zeigen, wie Sie halt eine Adresse aus einer Portalanfrage anlegen können, und dann besprechen wir auch, wie Sie diese Portalanfrage beantworten können. Zu guter Letzt, was wir mit unserem Max Mustermann hier machen können, ist natürlich, lassen sich Adressdatensätze auch löschen. Und zwar hier unter weitere Aktionen löschen. Aber Moment, eine Sache noch, bevor wir die ganze Sache hier löschen. Natürlich werden für die Adressvervollständigung auch die passenden Aktivitäten hier im Aktivitätenreiter hinterlegt. Das heißt, wir sehen hier, dass die Adressvervollständigung versendet wurde. Wir sehen, dass der Interessent die AGBs bestätigt hat. Wir sehen, dass der Newsletter nicht bestellt wurde. Und wir sehen, dass die Adressvervollständigung durchgeführt wurde. Und im Nachgang erhalten Sie entsprechend auch die E-Mail mit allen Änderungen, die der Interessent durchgeführt hat. Die sehen wir gleich auch im Posteingang. Da ist sie. Fürs weitere Vorgehen löschen wir den Max Mustermann einmal. Also die Grunddaten. Löschen. Dabei werden Sie nochmal nachgefragt, ob Sie sich auch wirklich sicher sind, dass Sie hier löschen wollen. Denn es verschwindet der komplette Kontakt mit allen Aktivitäten. In unserem Fall sind wir uns sicher. Und Sie bekommen zuletzt noch die Rückmeldung, dass die Adresse erfolgreich gelöscht wurde. Und Sie landen wieder in der Adressübersicht. Kommen wir nun zu den Portalanfragen. Wenn Sie eine Portalanfrage in Ihrem Postfach haben, sieht das Ganze immer so aus. Sollte noch keine Adressverknüpfung vorhanden sein, weil die Adresse in Ihrem System noch nicht bekannt ist, bekommt die Portalanfrage entsprechend diesen schwarzen Stern, was halt bedeutet, dass die Adresse nicht bekannt ist. Wie wir sehen, haben wir hier eine vorhandene Immobilie, die hier verknüpft ist. Was uns fehlt, ist entsprechend die Adresse, die wir hierüber zuordnen können, beziehungsweise können wir sie neu anlegen. Also da wir den Max Mustermann für gelöscht haben, finden wir aktuell keinen passenden Datensatz. Das heißt, wir können den hierüber neu anlegen. Dabei werden alle aus der Anfrage bekannten Daten entsprechend übernommen. Sie können hier mit dem Häkchen noch festlegen, ob automatisch Suchkriterien angelegt werden sollen oder nicht. In dem Fall machen wir das jetzt hier mal. Und wir klicken auf Anlegen.
Auch dann haben wir wieder die Dublettenprüfung bezüglich der Demo-Immo in der Musterstraße. Wir wollen aber weiterhin, dass die Adresse trotzdem angelegt wird. Nun sehen wir hier, dass wir hier einen grünen Haken haben. Und wenn wir nun uns den Posteingang aktualisieren, sehen wir auch hier, dass sich das Sternchen hier von schwarz auf grün verfärbt. Was halt bedeutet, dass sowohl Adresse als auch Immobilien mit der Anfrage verknüpft sind. Nun haben wir mehrere Möglichkeiten, diese Anfrage zu beantworten. Die eine Möglichkeit ist, über die Funktion Portalanfrage direkt beantworten. Hier haben Sie halt die Möglichkeit, unter verschiedenen E-Mail-Vorlagen und Exposé-Vorlagen auszuwählen, was Sie dem Interessenten entsprechend zuschicken wollen. Die Konfiguration aus E-Mail-Vorlage und Exposé-Vorlage finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter Allgemein. Wenn wir uns aus der E-Mail heraus die Adresse einmal aufrufen, haben wir hier entsprechend den Herrn Max Mustermann mit seinen Adressdaten. Wir sehen auch, dass vom System diesmal automatisch ein Suchprofil erstellt wurde und es wurden schon automatisch die passenden Immobilien zugeordnet. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle heraus das Exposé für eine der Immobilien verschicken wollen, haben wir die Möglichkeit, diese entsprechend anzuklicken. Dann hier auf Kontakt gehen, E-Mail schreiben. Dann sehen wir, dass die Adresse schon entsprechend verknüpft wurde und das Objekt vorhanden ist. Was wir nur noch auswählen müssen, ist die passende E-Mail-Vorlage. Da finden Sie welche in dem Ordner Vorlagen mit Unternehmensfarbe zum Beispiel. Dort könnten wir nehmen Beantwortung, Portalanfrage, Kauf mit Widerruf. Wir fügen dem Ganzen noch ein Exposé an und können uns entsprechend die Vorschau anzeigen lassen. Das ist die E-Mail, die entsprechend rausgeschickt wird. Und über den Link, der hier an dieser Stelle eingeführt wird, kommt der Interessent halt entsprechend an das Exposé, was hier hinterlegt ist. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, direkt beide Immobilien anzubieten, eine passende Vorlage ist dafür auch enthalten. Ja, das war es dann auch von meiner Seite aus. Sollten Sie Fragen zu dem Thema haben, können Sie sich gerne bei mir melden oder die Rufnummer des technischen Support kontaktieren. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis dann. Thank you.